Ich find's gut, wenn's wieder. Würde mich freuen, wenn wir wieder Fußball spielen können, klar. Aber nichtsdestotrotz muss die Gesundheit an erster Stelle stehen für die, für die globale Welt, ne? Und dann muss man sich dann halt auch, denke ich, ein gutes Konzept aussuchen, dass das wirklich so alles passt. Wir wollen jetzt, denke ich, keine Extrawurst sein, sage ich mal, der Fußball. Und wenn wir das hinkriegen, dann wäre es, glaube ich, auch schön für die Gesellschaft, dass sie wieder was Schönes im Fußball sehen können, sage ich mal, Live-Sport. Das wäre toll. Aber nichtsdestotrotz, die Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Und wenn wir das hinkriegen, dann ist es natürlich super. Und Berater bin ich nicht. Ich kann es jetzt nur als Spieler sehen. Also mein Jahrgang damals, sage ich mal, in der Zeit, wo er jetzt ist, also in der U17 oder U18, das war ja ein besonderer Jahrgang. Wir haben sehr viele Spieler, die wir jetzt auch in der Bundesliga sehen, auch viele in meinem Jahrgang, die jetzt beim FC Bayern zum Beispiel spielen. Ich wünsche ihm nur das Beste und ich hoffe, er schafft es. Aber er hätte halt hier in Hoffenheim den Status kriegen können, den damals vielleicht ein Süle hatte. Also ein sehr junger Spieler, der das Potenzial hat, direkt Bundesliga zu spielen, beim Verein wie der TSG. Ja, das hat er halt jetzt nicht, weil er geht jetzt zum Bayern, zum größten Club in Deutschland, einer der größten Clubs in Europa. Also es wird eine Mammutaufgabe für ihn. Ich hoffe, er schafft es, weil das Potenzial hat er, irgendwann dort zu spielen. Aber ich glaube, man muss immer den richtigen Zeitpunkt finden. Und ich hoffe für ihn und für alle Beteiligten, dass er, wenn er diese Entscheidung trifft mit dem FC Bayern, dass es dann auch in die Wege geht, die er sich erhofft.